Vogelfamilie, ich bin's Vani und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Samstag und wir haben heute wieder einiges auf dem Zettel, also sehr, sehr viel zu tun. Und ich dachte mir, da der letzte Vlog ganz gut bei euch angekommen ist und ihr euch weitere gewünscht habt, dass ich euch wieder heute mitnehmen werde. Ich habe jetzt gerade eben schon geduscht, mich fertig gemacht und wollte mich jetzt noch ein wenig schminken. Normalerweise schminke ich mich nicht so oft. Ich glaube, im letzten Vlog habe ich mich auch nicht geschminkt. Allerdings muss ich sagen, in der letzten Nacht hat mich eine Mücke 5-mal ins Gesicht gestochen. 3-mal hierhin und 2-mal auf die andere Seite. Deswegen habe ich jetzt schon so ein bisschen Make-up drauf gemacht, weil das echt sehr extrem aussah. Denn mir 5-mal ins Gesicht zu stechen, ist schon ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, was ich ihr angetan habe, ob ich mich irgendwie auf ihren Mückenfreund in der Nacht draufgelegt habe und den umgerollt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Gesicht tut weh, es ist sehr rot und deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Make-up drüber gemacht. Aber egal, wir fangen einfach mal an und zwar erzähle ich euch, was wir heute so vorhaben. Also ich werde mich gleich, wie gesagt, erstmal schminken. Dann werden wir heute nach Wandfarbe gucken, denn wir wollen, wenn wir irgendwann in die neue Wohnung ziehen, ein paar Räume streichen, unter anderem das Wohnzimmer und auch das Schlafzimmer und ja, vielleicht auch noch ein paar andere Räume. Müssen wir mal gucken und da wollen wir halt zum Baumarkt fahren und einfach schon mal nach Wandfarbe gucken. Ich weiß nicht, ob wir sie direkt mitnehmen oder ob wir sie danach online bestellen, weil es ist meistens ja günstiger, die Farbe danach online zu bestellen. Unter anderem möchte ich auch noch ins Futterhaus, weil ich habe keinen Vogelsand mehr. Und ja, der wiegt ja auch immer einiges, deswegen fahren wir da mit dem Auto hin. Dann fahren wir auch noch zu Aldi, weil wir immer samstags ganz normal einkaufen für uns, also unseren Wocheneinkauf machen. Und da werde ich auch mal schauen, was ich für die Vögel wieder mitnehme. Ich schätze auch mal wieder Gurke und Eisbergsalat, so wie letztes Mal, wenn sie es dann wieder haben und das nicht ausverkauft ist. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was noch so im Laufe des Tages passiert. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Nicht wundern, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist. Unser Vermieter, der wohnt hier direkt bei uns und der mäht gerade Rasen. Ich weiß nicht, warum man das morgens früh machen muss, aber ja, er mäht dann direkt um unsere Wohnung rum und dann hört man das alles mit. Heute sollen es ja auch um die 28 Grad werden, also auf jeden Fall bei uns. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie extrem das nachher ist. Wir haben jetzt im Wohnzimmer schon die Markise auf der Terrasse ausgefahren, damit es halt nicht so doll ja, im Wohnzimmer warm wird, weil ich dann nämlich nachher noch Videos drehen möchte. Und wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Wohnung gefühlt 30 Grad sind, dann kriege ich echt einen zu viel. Unter anderem habe ich nämlich auch Sachen für die Vögel bestellt. Das hatte ich euch ja auf Instagram schon gezeigt. Und zwar einmal bei Mixerama, also ich habe Spielzeug und Futter bestellt. Aber unter anderem habe ich auch ein PR-Paket zugeschickt bekommen, was wirklich sehr, sehr groß war. Ich habe das durch den ganzen Ort geschleppt. Ich wusste nämlich nicht, wie groß das war und jo, habe mir da echt einen abgerackert, aber habe es dann auch nach Hause bekommen. Ich weiß auch noch nicht, was da drin ist. Dazu werde ich aber ein extra Video drehen. Ich schätze mal, dass ich die beiden Videos morgen abdrehen werde. Deswegen, ich habe echt noch einiges zu tun und nehme euch einfach mal so ein bisschen mit. Was erzählst du, Stewie? Rachel war eben so laut, also sie hat nur rumgeschrien, während ich im Badezimmer war. Und ich dachte mir, ich zeige euch das mal, aber jetzt, wo ich im Raum bin, ist sie natürlich wieder leise. Jetzt bin ich gerade wieder aus dem Vogelzimmer rausgegangen, jetzt schreit sie wieder rum. Hört ihr das? Und wenn ich euch das jetzt wieder zeigen will und rübergehe, dann ist sie wieder leise. Ich weiß nicht, was ihr Problem gerade ist. Jetzt bist du wieder leise, ne? Ist schon klar. Ich habe mich jetzt erstmal wieder kurz ins Wohnzimmer gesetzt und egal, was ich hier mache, meine Brille blendet ständig. Ich habe die Gardinen komplett zugezogen, aber ja, man sieht es die ganze Zeit in der Brille. Ich muss mal gucken, wo ich dann in der neuen Wohnung meine Videos drehe, weil ich finde, das nervt ein bisschen, wenn das halt die ganze Zeit so spiegelt. Aber egal, was ich mache, ob ich Gardinen zumache, Gardinen aufmache oder mich auch schräg setze, es spiegelt einfach die ganze Zeit. Aber egal, ich wollte euch nämlich noch was fragen und ich dachte, vielleicht könnt ihr mir da sogar weiterhelfen. Für die, die es nicht wissen, ich habe eine ganz starke Allergie gegen Pollen, gegen Gräser,
gegen Heuschnupfen, also alles, was da irgendwie draußen rumfliegt. Und ich habe schon verschiedene Medikamente ausprobiert und ja, Tabletten, Nasenspray und so weiter. Und ich wollte euch einfach fragen, was ihr nehmt, weil ich habe mich da letztes Mal mit jemandem drüber unterhalten und derjenige hat halt auch nochmal etwas anderes ausprobiert. Und deswegen wollte ich fragen, was euch hilft, also wenn einfach die Nase die ganze Zeit läuft, wenn die Augen jucken oder sogar die Haut irgendwie juckt. Ich habe nämlich am Anfang immer Cetirizin genommen, wenn man das so ausspricht. Und jetzt im Moment habe ich diese Allegra-Tabletten, weil diese Cetirizin-Tabletten, die machen mich mega müde, wenn ich die abends nehme. Dann komme ich morgens überhaupt nicht aus dem Bett. Bei denen ist das jetzt schon ein bisschen besser. Da ist die Müdigkeit nicht so doll wie bei den anderen Tabletten. Aber ja, manchmal habe ich das trotzdem noch extrem doll, dass auch der ganze Kopf hier oben dicht ist und sowas. Deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, was nehmt ihr, wenn ihr so starke Allergien habt? Und ob ihr, ich weiß nicht, kennt ihr Hyposensibilisierung? Ich habe zum Beispiel auch eine Hausstauballergie und früher als Kind habe ich über 3 Jahre lang, ich glaube alle 3 Monate, so eine Spritze bekommen gegen diese Hausstauballergie. Das hat mir allerdings damals gar nichts gebracht. Also ich habe genauso Probleme wie vor dieser Hyposensibilisierung. Und ich wollte euch einfach mal fragen, habt ihr sowas auch gemacht? Und falls ja, hat es euch geholfen? Würde mich einfach echt mal interessieren, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen, weil ich am Überlegen bin, ob ich das machen soll oder nicht. Ich habe auch schon gehört, dass es diese Hyposensibilisierung auch in Tablettenform gibt und nicht halt, dass man sie spritzen muss. Deswegen, ich muss mal gucken, aber wäre ganz lieb, wenn ihr mir das vielleicht in die Kommentare schreiben würdet. In meinem letzten Vlog habe ich euch ja gezeigt, welches Buch ich aktuell lese und zwar war das ja dieses hier. Dies habe ich mittlerweile durch und ich bin echt froh, dass ich das durch habe. Wie gesagt, ich lese ja nicht so oft Romane. Das Buch war nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber es ist halt einfach kein Buch für mich. Deswegen kommt es jetzt in meinen gelesen Stapel und dies hier habe ich mir als nächstes ausgesucht von Winkelmann, Die Karte. Und zwar wieder ein Thriller. Ich weiß einfach, dass ich Thriller liebe, egal welche Handlung im Buch. Aber damit mache ich auf jeden Fall nichts falsch. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich bin noch nicht allzu weit, aber das lese ich jetzt als nächstes. Und hier seht ihr dann die Pakete, die in der letzten Zeit bei mir angekommen sind. Das obere ist von Mixerama. Da werde ich ja ein extra Video drüber machen, morgen wahrscheinlich. Und das ist das PR-Paket. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Ich freue mich riesig und bin echt gespannt, was drin ist, weil ich nämlich nicht weiß, was mir zugeschickt wurde. Und da werde ich auch ein extra Video morgen zu drehen. Das heißt, das kommt auch beides noch demnächst irgendwann online. Wir sind jetzt hier im Baumarkt angekommen bei den Farben und schauen jetzt mal. Also wir brauchen auf jeden Fall Weiß für die jetzige Wohnung, dass wir es überstreichen können alles, weil wir das hell abgeben müssen. Und dann gucken wir nochmal nach Farbe fürs Schlafzimmer oder halt auch fürs Wohnzimmer. Also das ist ungefähr die Farbe, die wir jetzt im Wohnzimmer haben. Und das ist die Farbe, die wir jetzt ungefähr im Schlafzimmer haben. So eine Farbe ist auch schön. Ne? Ist nicht ganz weiß, nur ein bisschen. Oder die fürs Schlafzimmer. Wenn ihr jetzt seinen Blick sehen könntet. Das ist ein klares Nein. Oder die hier? Komm, fürs Schlafzimmer. Doch. Du kannst ja Augen zumachen, dann siehst du das gar nicht. Okay. Welche? Rot? Das ist eine Warnfarbe. Oder die hier? Ganz entspannt. Ja, so Wohnzimmer haben wir jetzt ja im Moment beige gestrichen. Da würde ich auch wieder irgendwas Beiges nehmen. Vielleicht sowas. Oder sogar noch dunkler vom Farbton her. Ja, und jetzt ist unser Schlafzimmer so ganz leicht rosa. Wirklich nur ein ganz bisschen. Weil ich glaube, solche Farben, die sind alle schon zu auffällig, zu bunt. Je nachdem, ob man dann alle 4 Wände streicht oder nur 2 oder so. Die ist aber auch schön. Aber ich weiß nicht, ob das zu dunkel wäre fürs Schlafzimmer. So ein Bärenton. Das wäre ja meine Farbe, ne? Bist dabei, ne? Mhm. Ja? Also fürs Wohnzimmer werden wir wahrscheinlich so Sandgrau nehmen und fürs Schlafzimmer dann tatsächlich
Zartrosa, sowas in die Richtung. Da oben sieht man auch nochmal, wie das aussehen würde. Es gibt die Farben auch noch mit Glitzer. Guck mal, es heißt sogar Romantik Pink. Oh, bist dabei, ne? Mhm. Wir sind jetzt hier im Futterhaus. Da sind wir bei 25. Wir waren jetzt einkaufen und haben zwei solche großen Tüten gefüllt. Für die Vögel habe ich einmal Gurke gefunden und ich wollte Karotten mitnehmen, aber halt nicht so ein großes Päckchen. Und dann habe ich hier diese gefunden, Snackmöhren, 200 Gramm, weil die machen sie eher leer als so eine Riesenpackung. Deswegen die beiden Sachen habe ich für die Vögel mitgenommen und dann auch noch viel anderer Kram. Ich habe mich jetzt wieder ins Wohnzimmer gesetzt. Also wir waren ja noch bei Aldi einkaufen. Und Vogelsand habe ich jetzt auch noch mitgenommen vom Futterhaus, 25 Kilogramm. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat in dem Video, weil einfach sehr, sehr viele Menschen da unterwegs sind. Und dann versteht man mich halt meistens nicht. Ich befinde mich jetzt wieder im Vogelzimmer und ich dachte mir, wir probieren das einfach mal zusammen mit diesen Snackmöhren aus. Also ich werde da, glaube ich, gleich ein oder zwei von rausholen, die natürlich sauber machen und wahrscheinlich noch ja, ein bisschen kleiner schneiden. Ich muss mal gucken und dann probieren wir das einfach mal aus, ob sie die annehmen. Ich habe die jetzt gerade mal selber probiert und die schmeckt echt gut. Aber ich glaube, für die Vögel ist sie tatsächlich zu hart. Deswegen werde ich jetzt einfach einen kleineren Futternapf nehmen. Da ist noch Knorrelgras drin, das werde ich gleich rausnehmen, einmal sauber machen. Und dann werde ich das klein schneiden, weil ich glaube, das können sie dann besser aufnehmen, als es von außen anzuknabbern. Ich glaube, dass sie das mit dem Schnabel nicht schaffen. Peaches, was machst du da? Komm hier jetzt näher. Bist du abgestürzt? Hm? Ja, gucke, die rufen schon nach dir. Peaches ist warum auch immer gerade eben abgestürzt und ich habe sie dann eben nochmal hochgeholt. Unten stand so ein Deko-Käfig. Keine Ahnung, warum sie da saß und nicht so vorbeigegangen ist. Also ich habe die jetzt einfach ein bisschen klein geschnitten, die Karotten, und scheinbar gehen sie da auch ganz gut ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie da doch direkt rangehen, weil Karotten habe ich jetzt noch gar nicht so oft geholt. Was sie immer gerne mögen, ist halt so Gurke oder, ja, danke, Peaches, Eisbergsalat. Immer schön daneben alles, ne? Kann ich ja alles... Hallo? Peaches! Danke, Fräulein. Hallo. Ihr könnt dreimal raten, wie mein Boden nachher aussehen wird. Nicht dein Ernst, echt. Aber es scheint zu schmecken. Weil ich hätte echt gedacht, dass die Karotte so ein bisschen zu hart ist, dass ich die vielleicht noch kochen muss, dass das einfach ein bisschen weicher ist. Aber scheinbar klappt das ganz gut, wenn ich sie dann da auch drin lassen würde. Ja, das ist das Handy. Ja. Ist natürlich wieder viel interessanter, ich weiß. Ich kann dich nicht in Ruhe filmen, ne? Das geht nicht. Nee. Da, sag Hallo. Sehr schön. Minuten noch drin, ne? Zwei Stücken? Ne, vier. Oh, vier Stück hast du drin gelassen? Das ist ja Wahnsinn. Ach so, und bevor ich gleich wieder Kommentare bekomme, Peaches hat eine Hernie.
Also ein Bauchdeckenbruch. Ich lese das fast unter jedem Video oder ich werde gefragt unter den Videos. Wir haben diesbezüglich am Montag nochmal ein Tierarzttermin. Wenn ihr möchtet, kann ich euch da auch gerne mitnehmen. Also nach der Arbeit bist du nochmal fertig, Märchen, am Montag. Stewie nehmen wir auch mit. Knabbert sie hier wieder an die Hand. Also das wurde schon kontrolliert bei ihr mit der Hernie und bisher wurde immer gesagt, wir lassen das erstmal so. Aber es wurde halt jetzt immer noch ein bisschen breiter und ja, größer, ein bisschen doller. Genau, deswegen fahren wir jetzt am Montag nochmal hin und dann gucken wir nochmal, was wir mit ihr machen, ob wir das so lassen oder... Okay, Peaches. Wie kann man so süchtig nach diesem Handy sein? Das ist unnormal. Wirklich. Was ist daran so interessant? Da wird sich auch gekrault. Ich würde den Vlog auch gleich beenden, denn dann werde ich schon anfangen, die nächsten Videos zu drehen, und zwar die verschiedenen Hauls. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo, denn das ist kostenlos. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!